Nichts ist unmöglich. Nein, es ist wirklich auch nicht unmöglich, bei beinahe 40 Grad Tennis zu spielen. Das Generale Open in Kitzbühel, ein Tennisturnier, das es in sich hat. Am Center Court hat es wirklich über 40 Grad und in dieser Hitze müssen die Spieler heute um den Einzug ins Finale kämpfen. Der österreichische Jungstar Dominic Thiem tritt da gegen den deutschen Wahlkitzbühler Philipp Kohlschreiber an. Wird ganz sicher ein heißes Match. Aber nicht nur auf dem Sand ist es heiß, Timo Abel. Ja, Tennisspieler in Kitzbühel zu sein, dürfte derzeit einer der heißesten Jobs Österreichs sein. Aber einen Arbeitsplatz gibt's, der noch eine Spur heißer zu sein scheint als der Center Court in Kitzbühel. Das ist die Bühne der ORF Tirol Bandcasting-Gewinner Jetlag. Burschen, gut warm habt ihr hier herum. Ja, ist sehr, sehr heiß. Am Sand sind wir Gott sei Dank noch nicht. Wie geht's hier mit der Hitze um? Viel trinken? Kann man sich irgendwann einmal erwarten? Wasser über den Kopf leeren? Viel Wasser, ja. Die haben Corona ab und zu, dass wir nicht dehydrieren, aber Wasser ist die Rettung. Macht's Spaß, so am Tennisplatz zu spielen? Es macht absolut Spaß. Also vor so einer Kulisse, das ist was ganz was Neues für uns. Haben wir jetzt so noch nicht gesehen und wir sind überwältigt eigentlich. Geht das Publikum mit? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und man sieht, die Leute klatschen sofort mit. Sie singen mit, also es ist wirklich ein man kriegt was zurück von den Leuten. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man dann auf einmal Dominic Thiem am Sand spielen sieht? Ja, also es ist ein super Moment für einen, so hautnah vor die Profis zu stehen. Schon ein super Gefühl. Schon was abgeschaut von den Profis, was Coolness betrifft zum Beispiel? Mal abgeschaut, also das Chillen da dann in den Pausen eher. Also wenn sie dann Seitenwechsel machen, was trinken und sich erholen. Weil das braucht man natürlich jetzt auch narrisch, wenn es so heiß ist. Sicher mal ein bisschen Luft zuwacheln zu lassen? Ja, am besten wäre natürlich, wenn man noch ein paar Girls auf der Bühne hätten, dann wäre es noch ein bisschen Spur heißer, dann könnte man noch öfter Pause machen und mehr trinken. Das werden wir beim Casting 2.0 nächstes Jahr dann einbauen. Ich wünsche euch toi 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 alles Gute für die letzten zwei Tage. Dankeschön. So, und jetzt lasst sich doch mich nicht aufhalten. Bühne frei, Jetlag am Center Court in Kitzbühel. Die ORF Tirol Band Jetlag beim Generale Open in Kitzbühel. Die heizt in den Spielpausen beim Generale Open in Kitzbühel ordentlich ein. Ich mag Ihnen jetzt auch ein bisschen einheizen. Für Ihren Freitagvormittag gibt es jetzt Rico Sanchez und schönen Vormittag wünsche ich. Meine Musik.